Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Video und zwar wollen wir uns jetzt die BenQ Vit angucken, das ist die Lampe, die habe ich hier schon liegen. Wir haben gerade das Unboxing gemacht und jetzt wollen wir sie natürlich auch aufbauen, also das erste Mal in Betrieb wollen wir sie auch gleich nehmen. Da muss ich gleich noch ein Kabel holen wahrscheinlich, aber vorher möchte ich euch noch was sagen. Im Unboxing, für die Leute, die das Unboxing nicht gesehen haben. Ihr habt einen Adapter mit bei. Wir gucken uns gleich nochmal die Einzelteile an. Und diese Einzelteile zum Raufstecken, also für UK, also hier, UK, Australien, wartet mal. So, da bin ich wieder. Es war wieder mal... Ich habe angeblich irgendwo Lotto gespielt, was ich nicht habe. So, jedenfalls UK, Australien. Und dann habt ihr zweimal die gleichen mit bei. Die sehen optisch gleich aus. Eins ist für KR. Ich weiß nicht, was KR sein soll. Und einmal steht EU drauf. Nimmt das EU, weil, seht ihr, das Plaste ist hier dünner als bei dem KR. Ja, und ich weiß nicht, inwiefern das kompatibel ist. Wir nehmen, da nimmt da bitte EU. So, dann braucht ihr noch einen Kreuzschraubenzieher zum Aufbauen. Also, wie gesagt, das ist mit bei. Die Lampe an sich ist mit bei. Die gucken wir uns gleich im Hardware-Video, also jetzt auch genau an. Und die Bodenplatte. Und die ist wirklich scheiße schwer. Passt da bitte auf. Hier ist auch ein Aufkleber drauf. Aufpassen mit Füßen. Oh Gott, wie viel... Steht das irgendwo drauf? Wie viel Kilo das ist? Steht nirgendwo drauf. Aber hier könnt ihr das sehen. Das ist Stein. Seht ihr das? Oh Gott. Das ist Stein. So, und jetzt stellen wir uns die einfach hier hin. So. Wir brauchen dann einfach nur das hier rauf machen, zack. Und um es festzumachen, ist hier hinten, ach, ist schon fest, okay. Nee, ist nicht fest. So. Ist hier hinten eine kleine Kreuzschraube. Die drehen wir jetzt einfach mal fest. Nee, der ist zu klein. Und passt da bitte auf, dass er wirklich einen passenden Schrauben nimmt. Sonst zerwickst er euch die Schraube. Und das wäre natürlich nicht so schön. So. Dann haben wir das jetzt. Dann können wir das hier oben einmal abmachen. So. Achso, hätte ich mal vorher abmachen sollen. Naja, okay. Naja. Da habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Aber ist egal, wir ruppen das Plastik jetzt einfach auf. So. So. Und ich muss sagen, das erinnert mich so ein bisschen an mein... Das mal, ich mache das mal höher. Erinnert mich ein bisschen an mein Mikrofonarm von Rode. Achso, seht da ein bisschen mehr. Ja, es ist halt doof, es ist halt sehr dünn. Also man sieht nicht wirklich viel davon. Aber es erinnert mich an mein Mikrofon an vom Rode. Der lässt sich auch so gut steuern und dann mit dem misslieften Kabel hier. Der geht auch hier komplett. Ich weiß nicht, ob man das, ob ihr das sehen könnt. Ich werde mal versuchen ran zu zoomen. So, hoppala. Gut. Die Schraube ist noch nicht richtig fest genug. So. Aber hier könnt ihr so ein bisschen sehen, wenn wir jetzt so machen. Hier ist praktisch das Oberteil. Da kommt der Kabel raus. Der ist auch so genauso blau gesleeved wie halt das Oberteil. So ein bisschen eingedreht hier, seht ihr? Geht es hier rein. Hier steht auch BenQ. Das ist ja so ein Gimmick, was ich total feiere, wenn irgendwo der Name der Firma steht. Da seht ihr. Es fällt halt nicht großartig auf, aber... Ich finde das einfach schick. So, dann geht es hier
So. Geht er hier rein durch. Dann geht er hier wieder raus nach hinten. Geht hier übers Gelenk drüber. So. Verschwindet hier wieder im Arm. So. Geht hier durch bis nach unten. Unten wieder raus auf der Rückseite. Und da haben wir dann den Nisliften-Kabel. Finde ich sehr schick. Extrem schick. Ich muss nochmal die Schraube festmachen. Ups. So. Und jetzt wollen wir so auch das erste Mal anmachen und uns angucken. Dafür werde ich jetzt gleich mal ein Verlängerungskabel holen. Oder müssen wir mal gucken, ob er bis dahin rüber. Doch, der schafft den halten und den schaffen wir da drüben ran zu machen. So. Aber ich muss dafür erstmal Strom anmachen. So, einfach zusammenstecken und dann ist er dran. Dann würde ich jetzt hier kurz einen Cut machen. Ich bin gleich wieder da. So, ich habe nämlich auch mal die Softbox ausgemacht, damit wir jetzt hier besser sehen, was hier Phase ist. Ich mache das mal so nach unten, dann seht ihr das vielleicht so ein bisschen besser. Ich könnte das jetzt auch so drehen. Ah, okay. So. Also, wir haben hier einmal einen silbernen Ring dran. Wartet mal, ich zoome mal ran. So. Wir haben da einmal einen silbernen Ring. Wenn wir da rantatschen, geht die Lampe an. Nochmal rantatschen, geht die Lampe aus. Ihr könnt auch hier oben am Knopf anmachen. Und ihr drückt halten, denke ich mal. Nee. Oben geht sie nicht aus. Geht nur am Ring aus. Okay. Ich muss nochmal testen. Nee, oben geht sie definitiv nicht aus. Nur an. Und ich mache mal ganz dunkel. So. Ich muss mal gucken, dass ich das irgendwie hinkriege, dass ihr das vielleicht gut seht. So seht ihr das vielleicht ein bisschen. Wenn wir jetzt so aus anmachen, ich habe jetzt einmal das Drehrad hier komplett nach rechts gemacht. Jetzt ist das Licht gelb. Und umso mehr wir jetzt nach links machen, ich weiß nicht, ob ihr das erkennt, dass da, ja, jetzt kommen, da werden halt noch weiße LEDs mit dazu gemacht. So, seht ihr das? Ich mache nochmal, so. Und die gelben werden dann halt auch schwächer und dann sind wir hier im weißen Bereich. Seht ihr das? Und hier, wenn wir einmal raufdrücken, so, das ist die hellste Stufe, also ihr könnt es jetzt schlecht sehen, aber es ist barbarisch hell. Es ist richtig geil. Und dann können wir hier halt ganz dunkel machen. Ich zeige es euch nochmal, komplett hell. Und jetzt drehe ich hier einfach mal. So, ist ganz dunkel. Dann drücke ich nochmal drauf auf den Ring. Und dann können wir hier wieder unsere Farbtemperatur einstellen, wie wir es gerne hätten. Weil ich weiß ja von euch, viele mögen auch dieses pure weiße Licht nicht. Ich mag auch eher dieses Gelbschimmerlicht. Ja, wenn wir dann sagen, ja, gelb. Und jetzt machen wir gelb mal komplett hell. Das ist jetzt die komplette Helligkeitsstufe von gelb. Ich weiß nicht, ob ihr das vernünftig sehen könnt. Ich mach mal raus. Also ihr seht es ja hier an der Tapete so ein bisschen. Es ist wirklich hell. Und das ist die niedrigste Stufe. Und dann können wir auch ausmachen. So. Wartet, ich muss mal gucken. So. Dass man das vielleicht hier so ein bisschen erkennen kann. Ich zeige euch jetzt mal die Unterseite. So. Also wir haben hier, das ist so geriffelt. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Plastik. Und die LEDs sind nicht direkt hier drunter und machen das Licht dann nach unten. Nee, das ist, denke ich mal, also
die sind an der Seite, aber ich denke mal ganz stark, dass BenQ das genau wie in den Screenbars gelöst hat, dass hier auf der Seite auch Spiegel mitbinden bei sind und so. Ich weiß nicht genau, wie sie es machen. Jedenfalls wird das LED-Licht dadurch, was hier an der Seite ist, ein bisschen mehr gebündelt und geht dahin, wo es hingehen soll. Ich mache es euch nochmal an. So, ihr seht das jetzt ganz schlecht, aber ich werde es versuchen zu beschreiben. Hier sehe ich die LEDs. Und wenn ich mir die angucke, ich weiß nicht, wie ich es euch beschreiben soll. Wenn ich jetzt genau so drauf gucke, dann sieht es für mich so aus wie irgendwie dreidimensional. Also nicht, dass die LED hier ist und einfach leuchtet. Nein, ich sehe auch einen weißen Lichtkegel, der so weggeht. Also gelb jetzt sozusagen bei meinem gelben Licht hier. Und der geht hier so weg und wird dann halt schwächer. Und es sieht so aus, als wenn man Spiegel guckt und also Licht an Spiegel macht und dass es dann so weggeht. So, ich mache nochmal das Weiße. So, ich werde nochmal den Übergang vernünftig machen, damit ihr das vielleicht ein bisschen mehr seht. So, also hier ist jetzt eine gelbe, weiß, gelb, weiß, gelb, weiß. So, und jetzt ist nur weiß an. Und wenn ich jetzt hier... Ne, das ist jetzt wirklich die hellste Stufe. Das ist richtig krass hell. So, und das ist die dunkelste Stufe. Die wirkt für euch jetzt extrem hell. Aber wenn man sie so schön auf den Tisch platziert. So. Und ich mache mal so ein bisschen. Und dann kann man ja auch anpassen. Wenn man jetzt zum Beispiel, ich werde mal rauszoomen, dass ihr das ein bisschen besser seht. So. Ich stelle euch mal noch ein bisschen weg. Wenn man sie jetzt praktisch so hat, auf seinem Arbeitsplatz, oder wartet, ich mache die mal hier darüber. Ja, man kann sie ja dann komplett so machen, wie man sie haben will. Dann ist sie jetzt über meinem Arbeitsplatz und ich habe hier mein Licht. Nicht wie bei anderen Lampen, die jetzt praktisch hier steht und einfach das Licht streuen. Nein, ich habe es hier wirklich schön zentriert. Und wenn ich jetzt hier heller mache, ich werde es euch mal zeigen, dann kann man sehen, dass wirklich der Schreibtisch hier schön erleuchtet ist, meine Ecke. Aber, wie gesagt, ich kann es mir auch dunkler machen. Und dann sehe ich immer noch alles schön, aber es knallt nicht so im Kopf vom Licht her. So. Und aus. Und ich finde es einfach nicht nur von dem, was es kann, mit dem Licht, dass es schön zentriert ist, weil ich kenne es wirklich von den BenQ Screenbars. Das ist einfach, das kann ich euch nicht beschreiben. Es ist einfach ein geiles Erlebnis, damit zu arbeiten. Das ist nicht so, man macht eine Lampe an und ist alles hell. Nein, mit der Screenbar, die mache ich an und dann ist es wirklich zentral nach unten hell. Also praktisch entweder die Laptop-Tastatur oder meine Tastatur und was neben so die Maus und so, was so neben der Tastatur ist. Das ist sehr schön. Und hier haben wir halt jetzt auch so gebogen. Ich bin echt gespannt, wie die Lampe sich jetzt schlägt im Livestream. Und ja, wie die Qualität meiner Webcam das steigert, weil die ist ja jetzt schön hell und macht das zentriert. Und meine andere Lampe ist halt nicht so. Und ich finde das mit dem Ring finde ich hier total toll. Also die ist wirklich innovativ und sieht echt sehr, sehr schick aus. Also da von mir schon mal ein Lob an BenQ. Ich werde sie jetzt testen. Ich kann dazu jetzt noch nichts weiter sagen. Nur das, was ich weiß von der BenQ Webseite. Und das habe ich euch jetzt alles erzählt. Und was ich jetzt weiß, dadurch, dass ich die Screenbars hatte. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die Lampe sich im Alltag schlägt. Da wird es auf jeden Fall demnächst dann natürlich das Hardware-Check-Video bzw. Review oder Fazit oder ich habe noch keinen Namen. Mal gucken, wie ich es nennen werde. Wird es auf jeden Fall auch geben. Bis dahin würde ich mich verabschieden. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Link zur Lampe findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Ich bin dann mal weg. Ahoi, sagt euer Odin.